Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Nudeln werfen, vor allem nicht mit Glasnudeln. So sprach es schon der weise Konfuzius auf dem großen Nudeltreffen der Philosophen. Wir missachten aber diesen Rat heute und werfen Glasnudeln in eine Schüssel zusammen mit anderen leckeren Zutaten. Und schön, dass ihr alle wieder da seid zu Yamtamtam. Es gibt ja Leute, die lieben Nudeln. Hier, ich. Und deswegen mache ich euch heute einen leckeren Glasnudelsalat. Der geht nämlich schnell und einfach und ist lecker. Und dafür brauchen wir meinen besten Freund in der Küche, das Allzweck-Schnittbrettchen. Tada! Tada! Und ein Messer. Und zwei Schüsseln. Ich nehme die. Und ich nehme die. Wir fangen an mit Frühlingszwiebeln. Und da schneiden wir jetzt feine Ringe draus. Wir geben uns heute nämlich Mühe mit feinen Scheibchen und Stiftchen. Wenn ihr es aber eilig habt, könnt ihr es natürlich auch grober hacken. Aber wir machen es heute fein. Zack, zack, zack. Jetzt brauchen wir eine schöne Karotte. Und auch die schälen wir wieder. Und jetzt müssen wir die in schöne, feine Stifte schneiden. Das könnt ihr entweder, indem ihr euch eine Standfläche macht. Dann kann euch nämlich die Karotte nicht wegrutschen. Und dann könnt ihr hier halt eben Scheiben rausschneiden. Und an dieser Scheiben könnt ihr dann ganz feine Stiftchen schneiden. So, zack. Auch das wandert wieder in unsere Schüssel. Jetzt Paprika. Noch hier wieder feine Streifen. Und fertig, auch damit ab in unsere Schüssel. So, jetzt noch ein bisschen grüner Salat, Eisberg. Davon nehmen wir uns ein Viertel. Ich habe hierzu keinen tollen, interessanten Trick. Ich schneide einfach durch. So, noch den Strunk raus. Und jetzt schneiden wir auch hier feine Streifen daraus. Nein. Jetzt brauchen wir noch unser Dressing. Dafür brauchen wir zunächst eine schöne rote Chili. Und für unser Dressing wollen wir sie entkernen. Schön kernfrei. Und jetzt auch das Feinhacken. Feinhacken, das ist meine Spezialität. Das kann ich am allerbesten. Ich bin bekannt für meine feinen Schnibbeleien. Fertig! Also, keiner hat gesagt, wie fein das sein soll. Aber ich krieg das trotzdem hin. Weiterhin brauchen wir ein kleines Stückchen Ingwer für den asiatischen Touch. Ene, mene, mu und raus bist du. Okay. Ich mache hier nur mal kurz ein bisschen die Endstücken ab, die ich eh nicht gut mit der Reibe bekomme. Und reibe den Ingwer hier hinein. Jetzt etwas Sojasauce. Gluck, 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 gluck. Jetzt etwas geröstetes Sesamöl. Nun brauchen wir noch etwas neutrales Öl. Zum Beispiel Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Das reicht. Etwas Pfeffer. Ein klein wenig Salz. Die Sojasauce ist schon sehr salzig. Limette. Ab hinein damit. Und jetzt brauchen wir noch etwas Zucker. Entweder ihr nehmt normalen weißen Zucker oder Rohrzucker, was ihr halt daheim habt und worauf ihr Lust habt. Ich nehme den Rohrzucker. Und davon machen wir ein bisschen rein. Wir haben es jetzt fast geschafft. Wir brauchen aber noch heißes Wasser, denn unsere Glasnudeln sind so noch etwas knusprig und wenig glasig. Und deswegen kochen wir sie natürlich. Dafür stelle ich einfach Wasser im Wasserkocher auf. Und jetzt räumen wir noch ein klein wenig auf und dann hacken wir noch ein bisschen. Wasser kocht, ab damit in unseren Topf. Und während das hier nochmal aufheizt, hacke ich unsere letzten Bestandteile. Und das sind Erdnüsse und Koriander. Sind nicht essentiell, aber sehr, sehr lecker für den extra Kick. Das wird quasi unser Knusper-Topping. Das Ganze vermengen wir jetzt noch.
Fehlt nur noch, dass das Wasser wieder kocht. Da können wir unsere Nudeln machen. Und dann sind wir so gut wie fertig. Ich glaube, das Wasser kocht. Mach mal den Deckel auf. Wow! Und jetzt kommen unsere Glasnudeln hinein. Und zack, werden sie durchsichtig. Bilden mit Felix. Warum Glasnudeln eigentlich durchsichtig werden, liegt natürlich daran, aus was sie gemacht werden, nämlich aus Mungobohnenstärke. Und das hat eben die Eigenschaft, wenn es in Kontakt mit Wasser und Hitze kommt, dass es durchsichtig wird. Bilden mit Felix. Ich stelle mir schon mal ein Sieb bereit. Au! Und damit müssen wir schnell sein, denn Glasnudeln haben auch die Angewohnheit, schnell aneinander zu kleben, wenn ihr euch nicht beeilt. Und rein in den Salat. Dressing drauf. Schnell umrühren, dass auch überall Dressing dran kommt und ups, möglichst nicht alles rausschmeißen, lieber Felix, dass sich die Glasnudeln auch schön verteilen. Und wer möchte, kann natürlich die Nudeln auch vorher noch etwas zerschneiden, dann geht das Ganze noch einfacher. Aber wer Nudeln zerschneidet, Todsünde unter Nudelfans. So, ist gut vermengt. Ich schnapp mir einen Teller. Und jetzt nehmen wir etwas von unserem Topping hier und bröseln das herüber. Und jetzt können wir endlich probieren. Zu! Glasnudeln sind ja auf meinem persönlichen Nudel-Olymp immer weiter nach oben gekraxelt, denn sie sind lecker, sie haben eine schöne Struktur und zusammen mit dem Dressing schmeckt es auch einfach irgendwie exotisch. Also gebt Glasnudeln eine Chance und kocht es daheim nach und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Das würde uns alle hier sehr interessieren und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss, tschüss! Tschüss!